Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir tapen heute Gastrocnemius mit Soleus hier runter und machen hier noch einen Zügel, dass das Ganze an der Ferse fixiert ist. Für das nehmen wir das erste Tape. Wir messen hier unten Ansatz Calcaneus an der Ferse und gehen hoch bis zur Kniekehle. Dann halten wir das ganze Tape wieder dran. Gehen hier bis zum Ansatz vom Gastrocnemius an der Achillessehne. Nehmen unser Tape und schneiden uns hier zwei Zügel. Und dann runde ich jetzt hier die Ecken ab. Genau, das gleiche mache ich noch hier. Zur Tapeanlage. Wir reißen hier das Tape genau an der Schnittstelle ein und reißen hier unten bei der Basis ein. Die Basis, wir nehmen eine kleine Vorspannung auf die Zehenballen, nehmen hier die Basis, kleben die unten ohne Zug an der Fußsohle fest, nehmen das Mittelteil vom Tape, legen das Ganze mit leichter Vorspannung über die Achillessehne und schieben das Ganze nach oben. Wir verstreichen das Ganze an der Achillessehne links und rechts. Wir geben wieder leichte Vorspannung auf den Fuß. Jetzt haben wir den kompletten Fuß. Ziehen wir das eine Tape am Gastrobauch vorbei bis in die Kniekehle zum Ansatz. Genau das gleiche machen wir auf der medialen Seite. Wir nehmen uns das nächste Tape. Wir brauchen genau den gleichen Zügel nochmal, aber wir gehen jetzt über den Gastro. Das wäre dann einfach zur Stabilisierung noch vom Soleus. Wir nehmen uns genau die gleiche. Die gleiche Länge, gleichen Ansatz. Ich gehe bis auf Mitte vom Gastro, weil wir das ganze Tape mit deutlich mehr Zug aufbringen. Machen genau das gleiche auch hier wieder. Wir runden hier die Ecken wieder ab, dass das ganze Tape einfach auf der Haut besser haftet. Und wenn man sich bewegt oder wenn man was anzieht, Socken oder so, dass das Tape auch drauf kleben bleibt und sich nicht einrollt. Ich reiße hier wieder die Basis weg, gehe wieder mit meinem Fuß, mit meinem Knie, gebe leichte Vorspannung, mache genau das gleiche wie vorher. Streiche es auch hier wieder fest. Hier den Zügel, gebe jetzt wieder Vorspannung. Schiebe das Ganze nach oben. Hier gebe ich keine Spannung mehr, weil das ist praktisch der Anker, der das Ganze fixiert. Verstreiche es auch hier wieder. Modelliere es an die Achillessehne an. Streiche das ganze Tape noch ein bisschen aus.
Einfach, dass der Kleber hier am Tape sich besser mit der Haut verbindet. Das Ganze klebt. Jawohl. Als nächstes nehme ich mir noch ein Tape. Einen relativ kurzen Zügel hier bis unterhalb der Malleolen, der linken und rechten Außenknöchel und Innenknöchel am rechten Fuß. Rund das auch hier wieder ab. Reiß das Ganze in der Mitte auseinander, dass ich hier zwei schöne Basen noch habe. Gebe jetzt hier schön Zug auf das Ganze und drücke das hier seitlich ein bisschen fest, unterhalb von den Malleolen, medial und lateral. Und streiche das Ganze dann hier aus. Das Ganze bildet dann den Anker für das Tape.